Aber die Nordkoreaner haben auch einen furchtbaren Umgang mit der Macht. Das ist ja auch heftig. Da ist dann der Vater Präsident und dann irgendwann später ist der Sohn Präsident. Like a monarchy. Das ist krass. Das kannst du dir hier gar nicht, oder in Amerika, das ist undenkbar. Das ist so. Oh my days, he's referring to Bush. A father was a president, all right? And the next minute his son takes over. Boy, Mr. Shady. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. This is your boy again, Shady Shady, one and only. And we are back here again today on this beautiful day. On this very beautiful day, today we are going to be checking out German political satirist. If Putin was such a psychopath as Bush, Kiev will look like Baghdad. Guys, I'm ready to jump on this. This seems like it's going to be some really hard stuff. Like hard stuff. So with that said too much, guys, let's go straight to action and check this out. You know me, yeah? I like the satire as brutal as they come. So with that said too much, let's go on this, okay? And we know Germans, whatever they do, efficient, yeah. The satires, the brutality, efficient. So with that said too much, let's go straight to action. But before we start, make sure you smash like, subscribe, give me some love. And let's get this started. Let's go. Okay, I'll just smash some like on here and let's do this. Haben Sie diesen Skandal auch mitgekriegt? Das hat letztes Jahr angefangen und das wird sich noch lange hinziehen. Bestimmt haben Sie davon gehört, der nordkoreanische Geheimdienst soll ja die ganze Welt bespitzelt haben. Okay. Die haben jahrelang Merkels Handy abgehört. Wie krass ist das denn? Unbelievable. Die Drecks-Nordkoreaner. Das ist ein Pack. Ach nee, das waren ja die Amerikaner. Ich verwechsel die jedes Mal. Es ist jedes Mal. No way. Furchtbar. Why is he so dramatic? Why is he so dramatic, bruv? Why? Jedes Mal. Nee, genau, die Nordkoreaner, die waren das mit Vietnam, diese Entlaubungsaktionen. Genau, Agent Orange, das ganze Zeug. Irakkrieg, diese völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit Hunderttausenden Toten und diese tausenden zivilen Drohnenopfer am Hindukusch, das waren die Drecks-Nordkoreaner. Genau. Nee, das waren auch die Amerikaner. Yeah, Americans. Nee, die Nordkoreaner, genau, das waren die mit... Monsanto und Halliburton und BlackRock, genau, und Todesstrafe und Foltergefängnisse, das waren die Drecks-Nordkoreaner, genau. Nee, das waren auch die Amerikaner. Schade, dass das nicht alles die Nordkoreaner gemacht haben. Wir hätten jetzt so ein gut begründetes Feindbild, so eine schöne, begründete Nordkorea-Feindlichkeit und nicht diese vollkommen irrationale Amerika-Feindlichkeit, diese vollkommen unbegründeten, dumpfen Ressentiments dauern gegen Amerika, wo keiner weiß, wieso. I knew this was gonna be very deep, okay? I knew this was gonna be a hard-hitting truth, a bitter pill to swallow for all these Americans and for everybody. Generally, because of the notion that we have about Americans, okay? Because Americans come like the angel of light. We are the peacekeepers. We are the peace bringers. Okay, but there's so much anti-Americanism around the world, okay? Because of the atrocities they committed in the past, all right? Let's continue. Absurd. Nee, die Nordkoreaner, genau. Das haben die Nordkoreaner. Die haben diese ganze Spionagesoftware an diese ganzen Diktaturen verkauft, von China bis Bahrain, damit die ihre Oppositionellen in Ketten legen können und die Dissidenten finden und platt machen können. Das waren die Drecks-Nordkoreaner. Und die haben, genau, die haben diese Waffen verkauft an Staaten wie Libyen und Saudi-Arabien, wo man da Leute enthauptet. Das machen die Nordkoreaner. Und Giftgas an Assad und an Saddam Hussein, das waren die Drecks. Nee, das waren ja wir. Das waren ja wir. Das waren ja wir.
Was haben jetzt nochmal die Nordkoreaner gemacht? What did they do? Yes, what did they do? Ach, so eine Rakete getestet. Hallo? Wie scheiße ist das denn? What did they do? That they were blacklisted, yeah, and mentioned as a threat. They tested some rockets. Kannst du keine Raketen testen? Du musst die wochenlang über orientalische Millionenstädte abwerfen. Dann kriegst du auch einen festen Sitz im Sicherheitsrat. Vom Testen ist noch keiner in die UNO gekommen. Die sind so bescheuert, diese Drecks-Nordkoreaner, verstehst du? Die begreifen das gar nicht. Die Nordkoreaner versklaven und unterdrücken ihr eigenes Volk. Sind die bescheuert? Doch nicht das eigene. You shouldn't enslave and oppress your own people. Usually people do it to other people. But North Koreans, they do it to their own people. It's not so. Sehen die nicht, was wir seit 600 Jahren machen, wir Europäer? Wir versklaven, unterdrücken alle Völker, die nicht schnell genug auf die Bäume kommen. Ah. Alle haben wir abgeschlachtet. In Amerika, in Afrika, in Asien und in Australien. Alle Schamanen geschlachtet und die Priester ihnen weggenommen und alles gebrandschatzt. Yes. Doch nicht das eigene Volk. Und jetzt schicken wir ihnen noch unsere Großkonzerne auf den Hals, die den Rest noch plündern und sie in Elend zurücklassen. Und wenn sie kommen, kommen sie direkt übers Mittelmeer und kommen auf die spanischen Tomatenfelder. Yo. Spitting some heavy facts out here. Okay, some really heavy facts. Yo, this man, Hagen Ritha. Bruv. Yeah, just keep on doing what you're doing. Yeah, let's continue. Wow, okay. Doch nicht das eigene Volk. Logisch haben die Nordkoreaner keine SUVs und Flachbildschirme und Handys. Vom eigenen Volk kriegst du das nicht. Das sind Pillemänner, die Drecks-Nordkoreaner. Gibt so wenig Pazifisten im Pazifik, ehrlich. Auch hier, ne? Auch hier. Die Friedensforscher werden gar nicht mehr gefragt in solchen Konflikten. Die Friedensforschung hat so gute Arbeit geleistet in den letzten Jahrzehnten. Wofür haben wir die? Es wird einfach wie in der Steinzeit direkt zu den Waffen gegriffen. Die stehen jetzt da in der Ecke. Und freuen sich kaputt. Aber die Nordkoreaner haben auch einen furchtbaren Umgang mit der Macht. Das ist ja auch heftig. Da ist dann der Vater Präsident und dann irgendwann später ist der Sohn Präsident. Like a monarchy. Das ist krass. Das kannst du dir hier gar nicht. Oder in Amerika. Das ist undenkbar. Das ist so. Oh my days, he's referring to Bush. What the Americans are saying North Koreans are doing. A father was a president, all right? And the next minute his son takes over. Yeah, America, same thing happened as well. Oh, whoa. Really? America's calling success. Das ist so vordemokratisch. Und wir regen uns immer über Putin auf, dass der jetzt schon wieder im Amt ist und schon wieder im Amt. Der Putin ist eine arme Socke, weil der keinen Sohn hat, muss der das immer wieder selber. He doesn't have a son to take over. So he has to do himself over and over and over again. Na, sicher. No, let's take this back. Let's take this back. Und wir regen uns immer über Putin auf, dass der jetzt schon wieder im Amt ist und schon wieder im Amt. Der Putin ist eine arme Socke, weil der keinen Sohn hat, muss er das immer wieder selber. Ja, sicher. Vor Putin. Da ist schon heftig da mit dem Putin, ne? Die haben da ja massive Probleme in Russland mit Antisemitismus und Rassismus und Nationalismus. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen.
meinen Sie, was hier los wäre? In Russland, alle naslang werden da irgendwelche jüdischen Friedhöfe geschändet und werden Synagogen und Moscheen bedroht. Meinen Sie, wie hier die Bevölkerung sich vor jüdische Friedhöfe stehen würde, wenn das irgendwie hier so passieren würde? Die Regierung würde massiv dagegen. Da in Russland, da gab es Nazis, Neonazis, die haben über Jahre haben die dauernd Leute erschossen. Und dann kam da raus und dann haben die in Russland da die Akten geschreddert und sowas. So läuft das da in der lupenreinen Demokratie. Undenkbare Zustände. Undenkbar. Man kann jetzt nur hoffen, dass der Putin nicht so ein Psychopath ist wie der Bush. Sonst sieht Kiew demnächst aus wie Bagdad. Das kann niemand wollen. 40% aller Russen halten Homosexualität für eine gefährliche Krankheit. Im Vatikan sind es 100%. This guy. Wow. Wow. Yo, he just bore out the truth right there in your face without any sugarcoating. No sugarcoating at all. Just spat it out in the face like this is it. Alright? Hypocritical media. Hypocritical world. Hypocritical Western world. That's what he's talking about. They're calling so the enemy. Look at what they're doing. No, they are the bad man. They are the bad man. They are the boogeyman. They are the evil one. They are the Baba Yaga. Okay? And meanwhile, we are the safe ones. Meanwhile, they are the good ones. But then, they are doing the same things. So if they do it, it's good. But if the other ones do it, they are the bad ones. Ah! Yo, this is some madness, okay? I thought I'd seen the most brutal satire yet. But this one... It's wow. I think this one might be the hardest I've heard. Well, it is equally as hard as Volker Pispers one. This is insane. It's insane. What I'm gonna say to you people, yeah, to all of us together, yeah, is that we need to do our research, yeah, and not just take over giving. Yes, when you give us stuff, yeah, take it. Listen, hear them out. But then do research to understand the full story, because this is crazy. The way he's spitting out these facts, yeah. Wow, I've not sat down to put them together like this. This is amazing. Hagen Weaver, well done. This is some madness, guys. Keep sending this my way. Let's listen to them. Let's check them out and spread them out there. Yo, this is insane. We need more knowledge. More knowledge. Yeah, knowledge is power. We need to clear up all the ignorance. Alright? But anyway, still, I'm not taking sides. What I'm saying is that we need more knowledge. Alright? Okay. Now smash like, subscribe, give me some love. It's gonna be a peace out from me. Love to you guys. Boy, Mr. Shady. Oh.